Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im oberen Glantal in der Südpfalz am Dienstag. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. So, wir sind immer noch dabei, hier ein paar Sachen abzumähen, Heu zu produzieren und so weiter und so fort. Ich hatte euch ja gestern gesagt, dass ich vorhabe, die Ballenpresse zu verkaufen und mich eher auf den Ladewagen zu spezialisieren. Da gab es natürlich gemischte Meinungen in den Kommentaren. Aber erstmal natürlich vielen Dank, dass ihr da so fleißig abgestimmt oder mitgemacht habt. Ich verstehe tatsächlich beide Seiten, würde ich sagen. Also ich verstehe die sagen, ach nee, das bleibt doch bei den Ballen. Ich verstehe aber die auch sagen, ja, wenn man auf längere Sicht denkt, dann natürlich mit dem Häcksel und so weiter hast du noch einen zweiten Wagen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wir werden das jetzt so machen, wir werden die Ballenpresse heute verkaufen, wenn wir Zeit haben. Und auch den Ballenwagen heute verkaufen, weil ich das einfach gerne testen würde. Wir können das auch gerne so machen, wenn wir dann in 5 bis 10 Folgen sehen, ey, brauchen wir gar nicht so doll, weißt du? Dann können wir das gerne nochmal tauschen. Da nehme ich auch gern was soll ich sagen? Also jetzt Kredit aufnehmen würde ich jetzt nicht mehr, weil ich kann ja keinen Kredit mehr aufnehmen, aber da werde ich dann meinetwegen Missionen machen bis zum Unfall, damit wir uns das wieder leisten können, aber ich möchte es einfach nochmal getestet haben, ne? So, hier sind wir gleich fertig. Ich mache das jetzt alleine fertig, weil der TP-Fahrer, der würde das jetzt links-rechts machen und das ist nicht so geil. Weil ich ihn natürlich so eingestellt habe, muss man dazu sagen. Und meine Idee ist aber, wir werden das gleich weiter zettern hier. Ich möchte aber davor noch, dass wir vielleicht anfangen zum Verkaufen der Geräte. Das heißt, ich würde wahnsinnig gerne, hier, wie klingt das? Einen Cursplay-Kurs machen. Vom Händler, also vom Hof zum Händler und vom Händler zum Hof. Ja, den mache ich jetzt einmal mit dem MB-Takt meinetwegen. Und beim zweiten Mal kann das schon alleine machen. Ne? Und das, glaube ich, wäre nicht so verkehrt. Glaube ich, meine Meinung. So, endlich der Lärm ist vorbei, ja. Okay, also wir merken uns, der MB-Tag kann es. Aber tatsächlich würde ich eher nächstes Mal den John Deere nehmen zum Mähen, weil ich glaube, er hat noch ein bisschen mehr Bums auf der Achse. Und ja, da würde es, glaube ich, schon mehr Sinn machen. So, blinken. Und dann nochmal gleich nach rechts blinken. Oh, guck mal, wie das schön heranwächst hier. Super. Müssen wir auch mal checken, ob wir das vielleicht nochmal düngen müssen oder sowas. So, ich hatte doch hier einen Kercher hingestellt, ne? Ja, genau. Dann können wir hier noch ein bisschen sauber machen. Ist gar nicht so verkehrt. Ja, ein bisschen Gras mähen, ne? Dann ist schon wieder vorbei. Ich weiß, wir haben noch ein zweites Feld, liebe Leute. Ich weiß. Das muss auf alle Fälle auch gemäht werden, aber wie gesagt, ich würde eher zum Mähen den anderen Traktor dann verwenden. Beziehungsweise muss ich mal gucken, dass ich vielleicht das so mache sogar, dass ich für diese Arbeit nur einen Traktor fest einstelle. Das heißt, nicht mit zwei Traktoren rumfahre, sondern da würde ich sagen, das macht nur der John Deere und der Beta kann dann für andere Arbeiten genutzt werden. Ich habe prinzipiell keinen Stress mit dem Gras, muss man ja so sagen. Also ich spule eh nicht vor momentan, deswegen würde ich einfach mal sagen, stresse ich mich jetzt nicht und wenn ich jetzt gar keine Arbeit sonst habe mit dem Beta, kann man sicherlich mal einen Ladewagen oder sowas fahren. Das, glaube ich, wäre die bessere Idee. So, jetzt werden wir das Ding mal wieder hier parken. Da liegt noch ein bisschen Holz vom letzten Winter. Dann packen wir das in die Ecke, weil ich glaube... Ja, hier in die Ecke rein. Ist okay. Aber wieder ein ganz leichtes Übergewicht vorne. So, ich hatte aber ein wunderschönes Gewicht für den Kollegen hier, ne? Ich muss mal gucken, wo ich das hingepackt habe. Liegt sicher irgendwo komplett unmotiviert am Hof rum. Warum blicke ich eigentlich noch? Naja. So, wo ist mein Gewicht? Da vorne, oder? Ne, das sind zwei normale Fässer. Da liegt noch ein Strohballen rum. Ich hatte eins, ich weiß es ganz genau. Okay, nicht so schlimm, dann kein Gewicht für Werner. Naja.
haben wir nicht. Gut, ich würde sagen, wir schnappen uns die Ballenpresse und bringen die jetzt erstmal weg, ne? Die gute Kuhn. Okay. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Ich glaube, ich fahre einfach hier raus. Aber wir haben noch keinen Kurs. Ne, haben wir nicht. Okay. Dann fangen wir jetzt mal an, hier eine zu erstellen. Ja, man, wer jetzt sagt, oh nein, die gute Kuhnpresse. Kann euch sagen, auf der Felsbrunnen verwenden wir die immer noch, diese Presse hier. Und im neuen Projekt werden wir sie auf alle Fälle auch verwenden. Welches am Mittwoch startet, deswegen würde, also morgen schon bereits. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ja. Also es gibt auf alle Fälle ein Wiedersehen mit dieser wunderschönen Presse. Eine sehr, sehr gute, leistungsstarke Kuhnpresse, ne? Das muss man wirklich dazu sagen. Die ist echt nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Jetzt wird es aber so sein, dass wir wahrscheinlich leer nach Hause fahren müssen. Weil ich... Achso, nee, vielleicht... Wir haben ja noch 20.000, ne? Vielleicht sieht es schon aus, dass wir mit dem Ladewagen nach Hause fahren. Kann sein, weiß ich noch nicht. So, das Fenster könnt ihr aber auch theoretisch wegmachen während der Kursaufzeichnung. Er zeichnet dann immer noch auf, aber das Fenster ist halt weg, ne? Und wenn ihr es wieder braucht, rechts die Maustaste, das Fenster ist wieder da. Hat der Baum Fritz hier ein Logo reingemacht? Hier vorne rechts? Ja, ne? Geil. Gönn ich ihm. So. Ja, ich muss... Also bei so Einfahrten, also so Kurs einfahren, mache ich es eigentlich immer so, dass ich in die Perspektive fahre, weil ich glaube, dass ich das besser fahre, weil sonst mache ich hier den hier, weißt du, und dann siehst du nie genau, hä, wo fährst du jetzt vor oder zurück oder, ne, bin ich wieder mitten in der Straße, siehst du? Und es ist halt einfach so, vernünftiger, finde ich. Was gibt's noch? Ne, okay, also wie gesagt, Ladewagen für ungefähr 100.000 Euro werden wir uns dann kaufen oder wir warten und gucken mal, was die nächstgrößere Ladewagen kostet. Ich glaube aber nicht, dass wir größer als wie Zweiachs gehen. Sag ich euch ganz offen und ehrlich, weil ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, größer als wie ein Zweiachs-Ladewagen. Mal schauen. Ich bin, möchte es noch nicht zu viel, aber es kann sein, dass das anders kommt, wie es ist. Na, mal schauen. So, machen wir das Fenster hier wieder auf. Stop it. Speichern. Das war jetzt Hof. Hof zum Händler, ne? Zack. Haben wir die jetzt auch eingefahren, den Kursus. Dann werden wir mal die Presse hier vorne hinstellen. Und werden da mal kurz im Händlerkatalog blättern, wie es aussieht mit... Da reparieren wir nochmal, ne? 92.000 bekommen wir dafür. Moin, moin. Ist ja Wahnsinn, ne? Was kostet so ein einigermaßen akzeptabler Ladewagen, ne? Ja, das haben... Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht, welch... Achso, nee, im anderen Projekt haben wir den hier, ne? Der kostet 120 Öcken. Das ist eigentlich auch ganz schön viel, ja gut. Der Lemkin hier wäre richtig cool. Der ist nur ein umgeskinnter Krone, glaube ich, habe ich gehört, aber das wäre mir ja prinzipiell egal, ob der umgeskinnt ist oder nicht. Der muss ja cool aussehen, ne? Aber der kostet 165.000 und das ist halt schon wieder ein Dreiachser, ne? Ich weiß halt nicht, ob der Dreiachser nicht zu groß ist für diese Karte hier. Also ich kann es echt nicht sagen, aber ich würde eher auf einen Zweiachser tendieren. Nicht jetzt des Geldes wegen, aber ich würde eher sowas, ne? Was finde ich gar nicht so verkehrt. Hat auch hinten den seitlichen Auswurf. Also eigentlich perfekt für die Tiere, wenn man die Tiere irgendwie... Aber kann auch die Klappe hinten aufmachen, oder? Oder geht das gar nicht bei dem? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir gehen nochmal zurück und gucken nochmal den größeren an. Da habe ich auch mehr Möglichkeiten, ne? Da kann ich... Ah, da gibt es noch einen Aufbau. Da bekommen wir nochmal 3000 Liter mehr rein. Gut, der sieht mir echt groß aus. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich glaube, der ist vernünftiger. Weil wir haben nicht diese großen, weiten, langen Kurven und großen Flächen. Wir haben eher hier eng und klein, ne? Deswegen würde ich... Ich glaube, ich nehme den jetzt einfach mal. Reifenvariante gibt es nicht, obwohl das... Ja gut, dann ist es halt so. Mir gefallen aber die Michelin besser, oder? Ne, mir gefällt die Trelleborg besser. Trelleborg gefällt mir besser. Gut, dann nehmen wir den gleich mit, oder? 35.000 Liter kaufen. Ne? Ist ja nicht so verkehrt. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Dann können wir, dann müssen wir nicht leer nach Hause fahren. Den Wagen, den anderen verkaufen wir jetzt auch noch, diesen Ballenwagen. Ja, guck mal. So klein ist der nicht.
Also ehrlich nicht, ne? Und ich hatte damals den Bergmann 2-Achser, der war auch okay. Aber... Ne, den finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Doch, passt in Kombination, glaube ich, ganz gut. Meiner Meinung. So, jetzt fahren wir mal wieder nach Hause. Werden dann natürlich wieder einen Kurs einfahren. Mache ich auch viel zu wenig, ne? Ich habe auch, habe ich schon in den Kommentaren gesehen, dass einige geschrieben haben, du könntest viel mehr Kurse aufnehmen. Das ist prinzipiell richtig. Das wird auch noch kommen, nur ich denke nicht immer dran. Das ist nicht mal böswillig oder irgendwas, dass das nicht passiert, aber ich denke einfach nicht dran. Das ist leider ein bisschen problematisch bei mir. Mag einfach den Sound, ne? Ah. Ja, wir müssen auf der Straße bleiben. Glaube aber tatsächlich, dass in der momentanen Curse-Bay-Version es besser ist, den Verkehr auszulassen, weil sonst stehen die Fahrzeuge nur rum. Muss aber mal schauen, das muss ich dazu sagen, ich habe immer noch die allererste Curse-Bay-Version, ob es nicht ein Update gab. Ne? Das weiß ich natürlich nicht, das sagt ja normalerweise niemand. Da musst du halt auf GitHub gucken, ob wann die letzte Version aktualisiert wurde und dann mit der Version... Ja, sag jetzt mal, prüfen, ob das die gleiche ist, und wenn das eine andere ist, auf alle Fälle updaten, weil macht natürlich auch Sinn, dass die neueste Version drauf zu haben, finde ich. Aber, macht euch, wenn ihr Platz am PC habt, macht ihr euch immer Sicherheitskopien von den alten Versionen. Das mache ich zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel im 17er ganz oft das Problem, oder was heißt ganz oft, 2-3 Mal hatte ich das Problem, dass ich nicht LS17 zocken konnte, weil irgendein Patch rauskam. Das hat nicht funktioniert. Und ich konnte das Spiel nicht mehr spielen. Hab dann auf einen Fix vom Patch warten müssen. Und ja. Und jetzt habe ich mir angewöhnt im 19er. Ich habe alle Patches, die jemals rauskommen, habe ich in einem eigenen Ordner hinterlegt. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Patch habe, der was nicht funktioniert, dann muss ich nicht sagen, oh nein. Sondern dann patche ich einfach zurück. Und dann kann ich aber immer noch spielen. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, das muss man aber auch Learning by Doing machen. Also das ist einfach, nicht Learning by Doing, sondern aus Fehlern lernen, glaube ich, das Bessere. Bezifferung des Ganzen. Aber ich glaube, da hat eh jeder andere Vorlieben, wie er das gerne macht. So, wir machen hier Ein- und Ausfahrt gleich. Wie gesagt, wir haben hier nicht so einen großen Hof, ne? So, haben wir gemacht. Speichern. Das war jetzt der Händler. Der Händler. Händler zum Hof. Super. Das heißt, wir könnten dann morgen, ich glaube, dass es morgen sein wird, können wir dann schon mal uns darum kümmern, dass wir den Wagen noch verkaufen, ne? Und dann vielleicht brauchen wir noch irgendein Gerätchen, ich weiß noch nicht. Kann ich hier noch ein bisschen weiter zettern. Ja, es wäre natürlich cool, wenn wir morgen... Muss ich noch mal überlegen. Ob wir morgen vielleicht hier mit CP schwaden lassen, wisst ihr, was ich meine? Und dann gleich mit CP das Heu abholen lassen. Weil wir dann am Hof... anfangen könnten, die Silage zu verladen. Weil dann... Das, also mir wär lieber, wenn ich das am Hof machen könnte und hier im Feld, wo CP arbeiten. Das wäre mir persönlich lieber. Wohl fahre ich nicht immer hinten rum. Hier ist auch eine Auffahrt. Ja. Besser später als nie, ne? Naja. So, das Zeug hier nehme ich auch nochmal mit. Es ist prinzipiell egal, wie oft ihr über das Zeug drüber fahrt hier, über das bereits getrocknete Heu. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser und es wird auch nicht schlimmer. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, dass irgendjemand der Meinung war, wenn man zweimal über Heu drüber fährt, dass es wieder zu Gras wird. Das ist Quatsch, liebe Leute. Das ist wirklich Quatsch. Ich würde gern heute noch mit dem Zettern fertig werden, muss ich sagen. Aber ich werde jetzt einfach nochmal... Ah, hinten, guck mal, das sind so viele geile Felder, ne? Aber wir müssen echt mal... Ich habe auch, glaube ich, ich werde auch ein bisschen Silage werde ich verkaufen. Einfach nur, damit ich ein bisschen, ja, finanziell noch ein bisschen was machen kann. Ich hätte echt gern noch ein Feld und so weiter. Und ich bin auch tatsächlich persönlich mehr motiviert, wenn es so ein bisschen... Wenn du ab und zu halt ein neues Feld hast und eine neue Maschine und so weiter. Da geht es einfach voran. Das siehst einfach, es läuft, es funktioniert und da habe ich Bock drauf. Gut, wir machen das einfach so. Wir werden morgen die ersten 2-3 Minütchen noch weitermachen. Hier ist ja nicht so verkehrt.
Wir sind erstmal fertig für heute. Liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben lassen. So ist richtig. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.